Tränen. Gigatech tagtäglich am 8.04.2019. Heute mit ganz vielen Themen, auch ein bisschen politisch. Wird spannend. Gleich nach dem Intro geht's los. Dum, da, dum. Einen wunderschönen guten Montagabend. Mein Name ist Franjo. Das hier ist der Gigatech tagtäglich. Heute gibt's ein paar spannende Themen. Und zwar fangen wir mal an mit einem hochpolitischen Thema. Und zwar die Firma Huawei. Die ist ja nicht so wohlgelitten gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da wird immer mal kolportiert, ach, die spionieren uns ja nur aus. Und wisst dann auch damals, als die von Cisco da die Firmwares kopiert haben. Und man weiß ja nicht, die haben ja auch sehr enge Verbindungen zur chinesischen Regierung. Wir hingegen in den Vereinigten Staaten von Amerika, wir legen Wert auf strikte Trennung zwischen Staat und Wirtschaft. Und deswegen können wir es nicht zulassen, dass Huawei hier ganz, ganz viel Macht bekommt durch Technologie, die sie verkaufen. Die machen ja nicht nur Handys, die machen ja auch zum Beispiel so Mobilfunkinfrastruktur. Das ging so weit, dass die USA vor kurzem noch gesagt haben, hier, Europa, ihr kriegt richtig Ärger mit uns, wenn ihr bei euch in euren neu zu bauenden 5G-Netzen Huawei-Technologie verbaut. Doch, da glätten sich jetzt ein bisschen die Wogen. Und zwar sagt die USA jetzt ganz plötzlich, wisst ihr was, Europa? Eigentlich ist schon ganz gut, so wie ihr das jetzt macht, vor allem Deutschland, denn ihr habt ja die Bundesnetzagentur und die Bundesnetzagentur, die legt dem ganzen Jahr, also wie Huawei 5G-Netze hier bauen soll oder überhaupt die jeweiligen Hersteller 5G-Netze bauen soll, enge Grenzen vor. Und zwar steht in diesen, sozusagen in den Anforderungen drin, dass die ganz Sicherheit, dass Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen ist es okay. Ihr könnt ruhig auch Huawei 5G-Technik bauen lassen. Ja, unsere Bundesnetzagentur und unsere staatliche Regulierung ist eben doch noch zu was gut. Kann sogar die USA zufriedenstellen. Warum? Also rein logisch ergibt das für mich jetzt keinen Sinn. Also dass jetzt so gesagt wird, hier, Spionage, wenn es da Gesetze dagegen gibt, dann findet garantiert keine Spionage statt. Aber überhaupt, das Ganze ist irgendwie super dubios. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Den ganzen Artikel dazu gibt's auf giga.de/tech. Überhaupt alles, was ich euch hier jetzt erzähle, ne? Links zur Sendung hier unter dem Video. So, und gehen wir rüber zu einem etwas angenehmeren und vielleicht auch etwas leichteren Thema. Am Wochenende hat der Kollege Sven eine Bildergalerie auf giga.de veröffentlicht unter giga.de/apple. Und in dieser Bildergalerie, da sieht man ja Bilder von einem iPhone X Fold, also einem zusammenklappbaren iPhone. Das ist natürlich kein echtes Gerät, das sind keine geleakten Bilder, das hat nichts mit der Realität zu tun, aber mit der Vorstellungskraft von Gerätedesignern und Nachwuchsgerätedesignern. Da gibt es ja viele, gerade Leute, die sich für Apple-Geräte interessieren, und deswegen gibt es auch ständig solche Konzeptbilder. Und ich finde, die sehen ziemlich irre aus. Also das Ding ist ziemlich dünn und sonst so von der Konzeption her so ein nach innen öffnendes Gerät. Sieht ein bisschen also aus wie das Samsung Galaxy Fold. Und es gibt ja auch im Hintergrund schon so Gespräche. Also da wird, Samsung hat auch schon gesagt, naja, wenn Apple sowas haben will, solche Foldable Displays, wir stellen uns dem nicht in den Weg. Könnte spannend werden, wenn es sowas geben wird. Sieht es vielleicht so ein bisschen so aus wie diese Konzeptbilder vom sogenannten iPhone X Fold. giga.de/apple, da könnt ihr euch die Bilder anschauen. So, und dann, ganz kurios, gibt es jetzt Gerüchte, auch im Apple-Bereich, zum Ende einer Ära. Das Ende der Ära iTunes. Ein Entwickler, der relativ bekannt dafür ist, so eine Spürnase in die Codes von Apple-Programmen steckt, der heißt Steve Troughton-Smith. Der hat getwittert, hier, gibt jetzt ziemlich konkrete Hinweise darauf, dass Apple in Zukunft den Weg gehen will, Einzel-Apps rauszubringen für Musik und Apple Music auf der einen Seite, dann Podcasts und dann so Film und Fernsehen. Und das könnte mehr oder weniger explizit auch bedeuten, dass iTunes als Software, als eierlegende Wollmilchsau am Ende ist. Da schließen sich ein paar Fragen an. Also zum einen sollen diese neuen Apps alle auf Marzipan oder Marzipan. Marzipan? Wie spricht man das Englisch aus? Ist hier irgendjemand, der mir das... egal.
Das halt darauf basiert, also das ist dieses gemeinsame Toolkit, mit dem man Apps für iOS und macOS gleichzeitig bauen kann, die so ein bisschen plattformübergreifend sind. Diese sind sicherlich nicht ganz so mächtig wie so ein iTunes, das ja sehr nahen Zugriff aufs Betriebssystem hat und so weiter. Frage ist, funktioniert das technisch überhaupt? Können alle Funktionalitäten, die iTunes jetzt momentan noch hat, abgefangen werden? Was ist mit solchen Sachen wie Backups von iOS? Also wo verwaltet man die in Zukunft? Gibt es dafür auch ein eigenes Tool? Dann natürlich, was ist mit der Windows-Version? Wird Apple da nochmal nachlegen, neues iTunes machen, auch da iTunes abbauen oder sagen, ach komm, iTunes für Windows fanden wir sowieso immer scheiße. Also wenn man die Software benutzt, so wie ich gezwungenermaßen, dann merkt man das schon, dass da nicht so viel Liebe drin steckt. Wir machen das jetzt einfach mal weg oder wir updaten das nicht mehr. Und natürlich, wie soll man in Zukunft lokale Musik managen? Ne? Ist auch eine Frage. Also wird Apple überhaupt noch Wert darauf legen, dass man seine Musik nicht aus der Cloud bezieht? Ihr merkt das, ziemlich viele Fragezeichen. Die Meldung dazu lest ihr auf giga.de/Apple. Und dann haben wir noch einen kleinen Tipp, beziehungsweise eine Reihe von Tipps. Solltet ihr zu den ersten gehören, die das Huawei P30 Pro, dieses wirklich sehr, sehr schöne und verdammt starke Gerät in Sachen Kamera vor allem, ihr eigen nennen, dann findet ihr auf giga.de/Android ein paar tolle, tolle Tipps und Tricks, die der Peter zusammengetragen hat. Peter macht da auch gerade ganz viel mit dem Gerät. Und wird euch auch zeitnah dann vermutlich so um die Osterfeiertage herum mit dem fertigen Testbericht zum Huawei P30 Pro versorgen. So, und dann haben wir noch ein paar Deals. Bei Amazon sind jetzt nämlich die sogenannten Frühlingsangebote-Wochen gestartet. Da gibt es ganz, ganz viel. Was gibt es da alles? Warehouse-Deals, ne? Und auch viele Tagesangebote. Bitte? Alles von Amazon selbst. Amazon selbst, Geräte von Echo, Ring, Fire, Ring of Fire. Genau, ich habe da auch mal reingeguckt. Ich fand jetzt, also die Tagesangebote, die sind natürlich auch immer nett und da kann man auch immer ein paar spezielle, coole Sachen finden. Allerdings vor allem dann, wenn man spezielles Angebot, also genau zu so einem Produkt braucht. Richtig cool sind allerdings die Amazon-eigenen Produkte und da habe ich mal geguckt, was ist denn da der größte Rabatt? Man kriegt auf ein Bundle gleich 50% Rabatt. Und zwar zum Beispiel, wenn ihr euch den Fire TV Stick kauft und einen Echo Dot, also hier den kleinen, die kleine Alexa-Box, dann müsst ihr statt 99,98 nur 49,99 zahlen. Das ist eigentlich ein ziemlich fettes Angebot, gerade wenn ihr euch jetzt so ein bisschen heimelektronisch ausrüsten möchtet und ihr da noch nicht so eine große Basis an Produkten habt. Aber auch sonst, wie gesagt, Fire Tablets, Kindle, diverse Echo-Geräte, Fire TV Stick, Kindle Paperwhite auch massig reduziert, falls ihr Bedarf an aktueller Amazon-Hardware habt oder auch an den Ring, ich sage jetzt nicht Überwachungskameras, weil das ist ja ein Wort, das negativ konnotiert ist, sondern Haussicherheitsgeräten, dann schaut mal rein in die entsprechenden Artikel auf giga.de/tech. Wie gesagt, alles nochmal verlinkt hier unter dem Video. So, und dann gucken wir nochmal in die Kommentare. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war letzte Woche krank, habe nicht so viel tagtäglich geguckt und deswegen kann ich auch nichts mit den Kommentaren in Sachen Kontext anfangen. Das heißt, ich weiß nicht, worauf die sich beziehen. Einige ergeben sich aber auch ohne Kontext. Hier zum Beispiel Yannick Pascal schreibt, 5G zerstört Mensch und Natur. Lieber Yannick, da vertust du dich, das ist der Mensch, der genau das tut. Younes schreibt, Almigut von Edelmann Aramea. Fand ich nett. Ja, du bist auch ein Ehrenmann. Top. Und dann haben wir noch hier einen Kommentar von Hirwin zu Amirs letzter Moderation. So viel Laberei zum Kotzen, was du laberst. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend mit dem Lied. Jetzt muss ich selber noch mal gucken, wie es heißt. Ah ja, hier. Alexa, spiele Old Habits von Mid City.